Hallo ihr Herzen, ich bin Katrin Korbel und ich darf euch heute über die vier verschiedenen Grundhauttypen aufklären. Die vier verschiedenen Grundhauttypen sind der Hauttyp, der euch quasi durch euer Erbmaterial in die Wiege gelegt wird. Der Hautzustand ist wieder etwas völlig anderes, denn der wird durch eure Ernährung, Hormonhaushalt, falsche Pflege und so weiter bestimmt. Aber das ist eine andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden. Deswegen gehen wir jetzt auf die vier Grundhauttypen, das, was ihr durch euer Erbmaterial von euren Eltern, Großeltern und so weiter geschenkt bekommt. Es gibt vier verschiedene Grundhauttypen und das ist einmal der normale Hauttyp, der Mischhauttyp, die trockene Haut und die ölige Haut. Und ich fange mit dem einfachsten an, nämlich mit der normalen Haut. Die normale Haut ist eigentlich das, was sich jeder wünscht. Ihr habt keine besonders großen Poren, ihr habt einen schönen Glow, die Haut sieht frisch aus und eure Talgproduktion ist weder zu stark noch zu gering. Die normale Haut ist auch in der Pflege super easy, da ihr keine besonderen Produkte für diesen Hauttypen braucht. Wichtig ist hierbei wirklich eine ganz normale Pflegeroutine und dann könnt ihr auf eure Prioritäten, wenn ihr zum Beispiel durch den Hautzustand ein bisschen Unreinheiten oder Trockenheit habt, mit speziellen Seren, Masken, Peelings und so weiter arbeiten. Die ölige Haut ist da wieder ein ganz anderes Kaliber. Die erkennt man ganz oft an vergrößerten Poren. Das müssen keine riesigen Krater sein. Das reicht schon, wenn man sie mit bloßem Auge gut erkennen kann. Die Talgproduktion ist oft etwas höher bis sehr hoch. Ölige Haut neigt auch gerne mal zu Mitessern, Unreinheiten, Akne und so weiter und so fort. Und generell hat sie einen, keinen Glow durch die Frische, sondern eher einen fettigen Glanz. Bei öliger Haut solltet ihr definitiv Augenmerk auf eure Reinigung legen, denn die sollte hier schon im Vordergrund stehen. Ihr solltet regelmäßig Peelings und reinigende Masken machen, damit ihr auch Unreinheiten und überhöhte Talgproduktion vorbeugen könnt. Ganz besonders wichtig bei öliger Haut ist, dass ihr keine stark rückfettenden Cremes benutzt. Also die Pflege sollte hier auch etwas leichter sein, eine leichte Textur, nichts, was viele Öle oder rückfettende Inhaltsstoffe enthält. Der dritte Hauttyp ist die trockene Haut und da ist die Talgproduktion sehr, sehr stark runtergefahren, sodass eurer Haut sehr wichtige Fette fehlen, die ihr der Haut durch Pflege zurückgeben müsst. Trockene Haut fühlt sich oft spannig an, ist gerne mal schnell gerötet, kann aber auch so schlimm trocken sein, dass sie zum Beispiel im Stirnbereich oder hier bei den Nasenflügeln schon eher ins Schuppige geht. Und da ist definitiv der Augenmerk auf eine reichhaltige Pflege. Da dürfen auch mal rückfettende Cremes benutzt werden, generell auch gerne Feuchtigkeitsmasken. Aber auch Peelings sollten gemacht werden, um diese rauen, trockenen Hautschüppchen von der Haut runterzunehmen. Der letzte und extrem häufig verbreitete Hautzustand ist die Mischhaut. Die habe ich zum Beispiel auch. Und das ist oft eine Mischung aus einer öligen Haut und einer trockenen Haut. In meinem Fall zum Beispiel, wie es bei vielen ist, ist der Wangenbereich hier eher trocken und die Stirn, Nase, Kinn sind gerne mal fettig. Das kann nervig sein, aber lasst euch gesagt sein, die Pflege hier ist auch super easy. Es gibt super viele Produkte, die speziell für diesen Hauttypen auch angewendet werden können. Ihr könnt aber auch, wie ich zum Beispiel, mit zwei verschiedenen Seren arbeiten. Meine ganze Pflege, Reinigung, Toner, Tages-Nacht-Pflege sieht immer gleich aus. Ich benutze aber zwei verschiedene Seren. Einmal ein hyaluronhaltiges für meinen Wangenbereich, hier wo ich sehr trocken bin. Und ein Serum mit Salicylsäure, damit ich schön gegen die Unreinheiten und die Öligkeit auf meiner Haut vorgehen kann. Das waren die vier verschiedenen Hauttypen. Wenn ihr Hilfe braucht, euren Hauttypen herauszufinden, dann schnappt euch einfach eine von unseren Beraterinnen. Die klärt euch nämlich auf, was für ein Hauttyp ihr seid und gibt euch genau die passende Pflege für euren Hauttyp.